Tür. Ah. Ich komm in die große Stadt, scheint wie ein Polarlicht. Kämpfe gegen Goliath alleine, so wie David. Kein Problem, ich fahr mit Panzer durch die City. Einfach weil das Hip-Hop ist, wie Tanzen und Graffiti. Ich steh ein für die Ideale, Zeichen und Signale. Ideen haben wir nicht viele, doch vielleicht eine geniale. Steig in die Pedale, steiger mich da rein, schreibe mich in Rage. Doch alleine für das Gleichgewicht der Waage. Ich nahm viele Differenzen auf der Reise in Kauf. Bin die Summe aller Teilchen im Raum und die Gleichung geht auf. Die Leute denken, das ist alles ein Trick, doch das ist ganz simple Mathematik. Ich bin die Eins. Dann wird Neid zur Problematik. Bei mir bekam die Sache ihre eigene Dynamik. Nicht leicht zu kontrollieren, wie ein reißender Tsunami. Weiß nicht, ob's an mir oder einfach am Vertrag liegt. Ich hab unterschrieben, Gelder sind geflossen. Trotzdem trag ich immer noch dasselbe wie vor Wochen. Nix hat sich geändert, frag die Leute, die mich kannten. Immer noch der gleiche unter Freunden und Verwandten. Keine teuflischen Gedanken. Sie fangen an zu reden, wenn es läuft. Stehen in einem engsten Kreis, aber legen sich auf Zeug. Schon mit 10 bin ich bei 9 Freunden vorsichtig geblieben. Ich merkte, dass man 8 gibt, bevor sie dich durchsieben. Liegst du 6 Fuß tief, kannst du flirten mit dem Tod. Und bis 5 Sekunden später in der 4. Dimension. Klopfe 3-mal auf Holz, bevor sie deine Asche streuen. Lieber 2 echte Feinde als einen falschen Freund. Ich nahm diese Reise in Kauf, bin für nimmer alle Teilchen im Raum. Und die Gleichung geht auf, die Leute denken, das ist alles ein Trick. Das ist ganz simple Mathematik. Ich bin die Eins, gib mir ein Kostja. Gib mir ein Kostja. Gib mir ein Hip-Hop. Das ist ganz simple Mathematik. Ich bin die Eins. Frrr. Mann, warum alle? Boah, der wird dich jetzt so traurig angucken. Shit, Alter. Bitte gib mir was Rechte, selbst wenn es fehlt. Denn nur wenn du für etwas sterben kannst, dann lebst du. Was geht ab, Mann? Hi. Wie heißt du, wo kommst du her? Mein Name ist Kostja, ich komme aus Jena. Zumindest habe ich dort die meiste Zeit verbracht. Wo bist du jetzt? Jetzt bin ich in Potsdam. Ah, direkt um die Ecke. Oh Mann, ey, warum hast du mich gedrückt? Mann, ich schwör's, ich weiß nicht, es war wirklich, ich habe mit mir selber gerungen. Vielleicht hat bei mir so der letzte Funke gefehlt. Alles sorry, gut. Mein Bruder, Alter. Alles gut. Alles sorry. Gut. Dankeschön. Wie fühlst du dich? Erzähl, wie geht's dir? Soll ich ehrlich sein, ja? Ich bin abgefuckt, ich bin sauer. Ja. Shit, Mann. Auf mich selbst. Nein, warum? Hör auf, dich selber zu bestrafen, weil solche Sachen passieren, das ist ganz normal. Ich weiß, das sind so Sachen, die man immer hört, aber wir wurden auch oft enttäuscht im Leben. Und das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie wack bist oder irgendwie schlecht bist. Ganz im Gegenteil. So, ich bin so ein bisschen auf einem anderen Film und ich finde, ihr hättet schon gut so zusammengepasst vom Rap-Stil her. So. Und, darf ich noch was sagen? Du wirst diese Erfahrung, glaube ich, positiv mitnehmen. Und die Leute sehen dich im Fernsehen und die Leute werden dich abfeiern. Und du wirst deinen Weg als MC sowieso gehen. Also ganz unabhängig davon, ob du bei Am Land bist oder nicht, Alter. Wirklich. Wir bedanken uns. Dankeschön. Schwer, ah, Mann. Bruder, schwer. Das hat mir das Herz gebrochen, Alter. Warum machst du so mit denen, ja? Mal, hör doch mal auf, jetzt machst du mir noch ein schlechtes Gewissen, Alter. Wie geht's dir? Scheiße. Aber trotzdem positive Erfahrungen? Ja, ja, aber ich komme hier nicht her, um einfach nur so wieder zu gehen. Ganz einfach. Ja. Hi.